Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright. Beim letzten Mal sind wir mit Layton und Luke oben auf dem Turm des Schöpfers angekommen und haben, ja, dort erfahren, dass dieser noch lebt. Tatsächlich. Und ein Foto gefunden, ja, es gibt Fotos. Verrückt, nicht wahr? Ich weiß, sehr, sehr verrückt. Wie auch immer, jetzt sind wir erstmal gerade noch ohne Layton hier vor Gericht wieder. Doch, der sollte irgendwann demnächst eigentlich dazustoßen, mal sehen. Und reden über die Robe von Frau Dorner, die sie scheinbar getragen hat, um sich unsichtbar zu machen, angeblich, auch wenn es, ja, gerade nicht mehr funktioniert irgendwie. Es liegt am weißen Pulver auf der Robe. Normalerweise ist sie nicht so schmutzig. Ja, das dachte ich mir nämlich, dass es damit zusammenhängen würde. Oh, meint ihr, diese Flecken, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, ja, Becca hat schließlich einen ganzen Sack Mehl auf die Wache geworfen, oder? Ja, natürlich. Habt ihr das eigentlich schon vergessen? Außerdem regnete es ja noch, als wir dort oben waren. Das Meer muss ganz schön feucht geworden sein, da die Flecken. Also, was wäre, wenn wir versuchen, das Mehl abzuwaschen? Aha! Es gibt einen kleinen Brunnen in der Stadtmitte. Begebt euch rasch dorthin und wascht die Robe, sodass wir der Sache auf den Grund gehen können. Hinfort, sputet euch! Okay, Richter. Ich putze ja schon, ich gehe schon waschen. Ah, wir sputen uns dann mal. Na gut, das sollte nicht allzu schwierig sein. Aufgepasst, Nick. So wäscht die Fachfrau. Okay, ich lerne von dir. Bin ganz aufmerksam. Also alles, was du tun musst, ist erst einmal die Robe ins Wasser zu legen. Ungefähr so. Und jetzt nimmst du Waschpulver. Ach nee, warte mal. Moment mal. Was? Und? Siehst du was, Maya? Das ist das Problem. Ich sehe gar nichts. Die Robe ist verschwunden. Wie kann das? Ach ja, die sollte ja unsichtbar werden, wenn sie sauber ist. Stimmt. Ich sehe gar nichts. Sie ist verschwunden. Was? Ich würde es nicht glauben. Ich starrte das Wasser im Brunnen fassungslos an. Aber die Robe war tatsächlich verschwunden. Mitten im Brunnen. Ja, das ist unpraktisch. Es ist erstmal danach tauchen, würde ich sagen. Na, okay, wir finden die schon. Bestimmt. Was soll all dies bedeuten? Wie konnt ihr einen derart wichtigen Beweis verlieren? Euer Ehren, es war keine Absicht. Glaub mir, ich wünschte, ich wüsste, was da passiert ist. Du weißt genau, was da passiert ist. Ich fasse es nicht, die Robe ist einfach so verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr redet. Ich kann die Robe immer noch sehen. Hä? Schaut, sie ist doch dort. Seht ihr? Ja, ich sehe es. Ich sehe es auch. Seht ihr es auch? Also, wenn nicht, dann tut ihr mir leid. Nein, Frau Dorner, ich sehe sie nicht, weil es nicht zu sehen gibt. Funktioniert das also so? Wer die Robe anzieht, wird komplett unsichtbar. Aber scheint, als könnte nur Frau Dorner die Robe selbst sehen. Nicht nur ich vermag sie zu sehen. Alle Bewohner des Purgiswaldes, wir alle können die Robe sehen. Der Purgiswald. Unser Dorf liegt tief im Herzen des Waldes. In einer Welt, die ganz anders ist als diese. Dort ist meine Heimat. Solange wir das Gesetz des Landes achten, dürfen wir dort in Frieden leben. Ich wusste es. Etwas an Bella ist auf jeden Fall anders im Vergleich zu den Bürgern dieser Stadt. Ja, und im Vergleich zu der Bella, die hier mal gelebt hat. Einstweilen. Da nur die Angeklagte die Robe sehen kann, werden wir diese wieder mit Mehl bestäuben, damit sie für alle sichtbar wird. Das ist die einzige logische Lösung, um mit diesem Problem jetzt umzugehen. Wir werfen wieder Mehl drauf. Du wolltest doch einfach nur keine andere Textur dafür machen. Das ist das Problem. Also kein anderes, ja, Bildchen, was wir jetzt dafür haben. Deswegen muss da jetzt wieder Mehl drauf sein, ausgerechnet. Aber das ist immer noch die eine Sache, die mich beschäftigt. Ah, Frau Dorner, eure Robe wurde im Mittelgeschoss des Glockenturms gefunden. Dort hielt sich auch meine Mandantin auf. Doch, ihr habt euch letztlich im obersten Geschoss des Glockenturms versteckt. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr die Robe fallen gelassen hattet. Aber ich frage mich eines. Was genau wolltet ihr eigentlich dort oben? Es scheint ganz so, als ob wir noch eine Vielzahl von Fragen an die Zeugin haben. Was ist eure Meinung, Großinquisitorin Gloria? Sie meint, dass es Zeitverschwendung ist, natürlich. Es ist die Pflicht der Inquisition, der Weisung des Hohen Gerichts in diesen Angelegenheiten zu folgen. Ich erhebe keinen Einspruch. Oh, das ist nett, danke. Wohlan, Zeugin, seht dies als Aufforderung an, mit eurer Aussage fortzufahren.
erzählt uns, was geschah, nachdem ihr in den Turm geschlichen seid. Bis zu dem schrecklichen Verbrechen heute. Ja, das kann ich tun. Gut. Dann mal los, die Ereignisse in der Glockenstube. Ich wartete im Mittelgeschoss des Turms. Ich begann mich umzudrehen, doch es war zu spät. Ich wurde plötzlich attackiert und konnte nichts tun. Der Angreifer ergriff meinen Arm und hielt mir den Mund zu. Was? Okay. Als ich darum kämpfte zu entkommen, ich glaube, ich habe meinen Angreifer etwas entreißen können. Dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich aufwachte, fand ich mich neben den Glocken in der Glockenstube. Das heißt, jemand anderes hat dafür gesorgt, dass sie hochgefahren wurde, quasi. Vielleicht war das Gloria? Weil Gloria wurde ja auch nicht da gesehen. Aber okay, Gloria könnte sich auch unsichtbar machen, ne? Auch ohne Stab, wenn sie die große Hexarkana ist. Dass sich jemand angegriffen hat, als ihr euch im Glockenturm aufhieltet? Ja, das will ich damit sagen. Aber wer? Ich weiß es nicht. Ich wurde hinterrücks angegriffen, deshalb konnte ich niemanden erkennen. Also warte die ganze Zeit danach bewusstlos. Deshalb konnte ich meine Mission nicht erfüllen. Doch selbst wenn ich bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte ich nichts tun können. Gefangen dort oben. Abella wohl mit diesem seltsamen Apparat, den wir dort gefunden haben, zur Glockenstube gebracht wurde? Ich sehe zumindest keinen anderen Weg, wie sie sonst dort oben hätte landen können. Ihr hört die Worte der Zeugin. Sie war in der Glockenstube des Turms eingesperrt. Mit anderen Worten, sie kann mit den heutigen Ereignissen nicht in Verbindung gebracht werden. Warum nicht? Warum sollte sie von da oben nicht gezaubert haben können? Darum sehe ich keinen Bedarf, diese nutzlose Befragung fortzuführen. Einspruch! Halt die Klappe, Gloria. Nicht so schnell. Die Zeugin hat auch ausgesagt, dass jemand sie heute Nacht angegriffen hat. Verteidiger, impliziert ihr damit, dass dieser Angreifer Arcana gewesen sein könnte? Zum Beispiel ja. Das kann ich ihm mit Sicherheit sagen, euer Ehren. Trotzdem bittet die Verteidigung darum, die Zeugin weiter ins Kreuzfeuer nehmen zu dürfen. Die Bitte wird gewährt. Wohlan, Verteidiger. Ihr könnt nun eure Befragung beginnen. Vielen Dank. Tja, das hast du von Gloria. Dann schauen wir mal, ob wir mysteriöse zweite Hexe aus ihrem Versteck locken können. Ereignis in der Glockenstube nochmal, ja genau. Ja. Umzudrehen noch, es war zu spät. Ich bin jetzt attackiert und konnte nichts tun. Ich habe meinem Angriff etwas entreißen können. Ah ja, klar! Das, hier. Das Ding, den Anhänger. Gefunden am Tatort. Davon gibt es ja zwei Stücke. Der andere gehört Gloria. Hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Moment mal! Was genau konntet ihr eigentlich entreißen? Ich war immer noch recht benommen, deshalb kann ich mich nicht genau daran erinnern. Doch als ich meine Hand nach oben riss, konnte ich ein kleines, rundes Objekt fühlen und greifen. Ich habe es wohl unbewusst zerrissen. Der Gegenstand war immer, was immer es war, wurde schnell abgerissen. Es klingt ganz so, als könnte dieser Gegenstand etwas sein, das der Angreifer an sich hatte. Das ist gut möglich. Ich kann es fühlen, immer noch. Es fühlt sich an, als hätte ich ein Seil oder etwas ähnliches zerrissen. Ich frage mich wirklich, was es war. Ich denke, ich würde die Form sogar wiedererkennen. Okay, ja, also habe ich etwas zu tun. Gut, krieg ich hin. Bitte sehr. Ich weiß noch nicht, warum ich Einspruch dazu sage, weil eigentlich stimme ich eher zu, aber naja. Ihr habt doch ausgesagt, dass ihr dem Angreifer etwas abgerissen habt. Könnte das möglicherweise dieser Gegenstand gewesen sein? Oh, das ist er. Ich erkenne diese Form wieder. Das ist der Gegenstand, den ich greifen konnte. Was sagt ihr da? Aber das ist doch... der Anhänger der Anklagten, wenn sich die müden Augen des Gerichts nicht täuschen. Nein, sie hatte einen anderen Anhänger. Tut mir leid, euer Ehren, aber eure Augen täuschen euch. Es gibt nämlich zwei dieser Anhänger. Dieser hier ist das Gegenstück zu Frau Narrateurs Anhänger. Jetzt, da ihr es erwähnt, ich kann mich erinnern. Das Band war schon recht widerstandsfähig. Ganz so einfach konnte ich es nicht abreißen. Also, ich habe mich gewehrt, habe gezerrt und gezogen und ich habe den Angreifer am Hals kratzen können. Moment mal. Ihr meint, ihr konntet euren Angreifer am Hals kratzen? Ich glaube es, aber ich bin mir nicht sicher. Nick, in dem Fall könnten die dunklen Flecken auf dem Band vielleicht... Oh, Blutflecken, ja. Tatsächlich. Wie das Gericht erkennen kann, sind immer noch Blutspuren zu sehen. Und jetzt kommt ein großes Aber.
Schaut euch meine Mandantin genau an. Es gibt keine sichtbaren Narben oder Verletzungen an ihrem Hals. Ergo, Frau Narrateur kann Frau Dorner unmöglich angegriffen haben. Einspruch! Wie sieht mit deinem Hals aus, ha? Ich sehe da nicht so viel tatsächlich, also du hast einen krassen Kragen. Ja, der Versuchverteidiger. Doch ich sehe mich gezwungen, nun einzuschreiten. Hä? Halt ihren Hirnschwund. Die Großhexe kann alle Sprüche wirken. Alle! Soll ich dieses Wort buchstabieren? Ja, in Ordnung, ich verstehe schon, okay, das ergibt Sinn. Sie kann alle Wunden schneller heilen, als ein Schwert niedersausen kann. Ugh. Ich traue meinen eigenen Gedanken nicht, aber irgendwie sie doch Flamberg wieder haben. Oh ja, wirklich, ne? Menschenskinder, der hat ja echt auf alles eine Antwort. Was, Nick? Ja, so sehr es mich auch nerven mag. Das Gericht bittet darum, mit der Befragung fortzufahren. Zeugin, führt eure Aussage fort. Okay. Wer wird es dann kommen? Ich glaube, ich habe meinen Angriff etwas reißen können. Da folgt das Bewusstsein. Moment mal! Ihr habt also das Bewusstsein verloren. Wie kommt es dazu? Ja, genau genommen. Es hat sich wirklich wie Magie angefühlt. Okay, es wurde Magie genutzt dafür. Es war das erste Mal, dass ich einen Zauber auf diese Weise erleben durfte. Wie ich es mir schon dachte, Magie war im Spiel. Dürfte ich euch darauf verweisen, dass die große Hexakana jeden einzelnen Spruch mit dem... Ja, ich weiß, dass ihr das kann. Danke. Und zwar... Oh, verfluchter Feuerdrache. Wie hieß der Zauber noch? Keine Sorge, euer Ehren. Ich überlasse das nur mir und meinem guten alten lieber Magai. Schön, vielen Dank. Ich frage mich, kann der Angreifer eine Hexe gewesen sein? Es scheint nicht so, als ob Magie sie umgehauen hat, oder? Wie auch immer, es kommt mir so vor, als würde Bella die Wahrheit sagen. Doch. Sie hat definitiv versucht, Augenkontakt zu vermeiden, außerdem wirkt sie sehr zögerlich. Da gibt es keinen Zweifel, sie versucht, etwas Großes zu verbergen. In dem Fall, Nick, wir müssen alles geben und diesem Spuk ein Ende bereiten. Ja, ich habe das Gefühl, dass alles hier von abhängt, Maya. Wohl wahr. Über das Geschoss des Turms, ich begann mich umzudrehen, doch es war zu spät. Hielt mir den Mund zu. Hilft das? Weiß ich nicht. Fragen wir einfach mal. War die Person männlich oder weiblich? Oder seid ihr euch nicht sicher? Ich erinnere mich nicht an allzu viel. Aber ich weiß, dass die Person mich einfach überwältigen konnte. Sie griff nach meinem linken Handgelenk. Ich versuchte zu schreien, doch der Angreifer hielt mir den Mund zu, bevor ich um Hilfe rufen konnte. Oh, das war aus Versehen. Upsala. Es klingt, als hätte der Angreifer sie in ihren Bewegungen eingeschränkt, indem er sie von hinten attackierte. Wenn ich so darüber nachdenke... Irgendetwas stimmt hier definitiv nicht. Was an dieser Aussage passt nicht. Was denn nicht? Irgendwas ist ein bisschen anders als in ihren vorherigen Aussagen. Was? Was denn? Wovon redet ihr? Von und hielt mir den Mund zu. Ja? Achso, ja, ich kann auch noch in die Profile reingucken, die heute gesehen habe. Ich glaube, die hilft mir jetzt auch nicht unbedingt weiter. Alle Zähne. Scheinbar hingerichtet Blumenmädchen mit Amnesie in der Glockenstube aufgefunden. Ja. War zur Tatzeit bei ihr. Cute. Nee, das hilft mir nicht weiter, glaube ich. Das hilft mir wirklich nicht weiter. Aber warst du nicht unsichtbar und so? Stimmt. Einspruch. Oh, das hilft vielleicht nicht weiter. Keine Ahnung. Wenn sie unsichtbar war, wie soll sie denn dann ergriffen worden sein, hä? Achso, vielleicht weil die Hexe das auch sehen kann. Stimmt, ja, aus dem Pokéball könntest du ja alles sehen. Nee, ich glaube, ich brauche einen Tipp. I'm sorry. Bevor ich hier wieder zu viel rumexperimentiere. Okay, ich soll dir was präsentieren, aber was? Tut den Schöpfer mittels Magie? Ja. Hä? Ach so, ja klar. Du wurdest festgehalten, aber wie sollst du dann am Hals gekratzt haben? Ja, sorry. Frau Dorner, eure Aussage ist nicht besonders gut durchdacht, meint ihr nicht auch? Hä? Ihr habt ausgesagt, dass ihr hinterrücks angegriffen wurdet und der Angreifer euch am Arm packte, richtig? Ja, das ist richtig. Nehmen wir an, es war so. Dann behaupte ich, dass egal wie sehr ihr euch gewehrt habt, es euch unmöglich gewesen wäre, den Anhänger abzureißen, oder was meint ihr?
Das Band des Anhängers ist zu kurz. Er kann unmöglich hinter euch gegriffen haben und es dann abgerissen haben. Natürlich kann man hinter sich greifen. Hä? Ich schaffe es an mich. Puh. Wobei sie auch gemeint hat, dass es nicht so leicht war, es abzureißen. Sie musste schon ein bisschen Kraft aufwenden und so, ne? Das regt zum Nachdenken an, durchaus. Ja. Ich mag den Richter irgendwie, er ist wirklich dumm. Er ist wirklich, wirklich dumm. Die einzige Möglichkeit, dem Angreifer diese Anhänger zu entreißen, hätte sich geboten, wenn der Angreifer direkt vor euch gestanden hätte. Nein! Ruhe. Das regt mir viel Ruhe. Zeugin, entspricht das der Wahrheit? Ich... Einspruch! Die Zeugin wurde Opfer eines tätlichen Angriffs. Ist nur natürlich, dass die Details ein wenig verworren sind. Einspruch! Große Inquisitorin, ich würde das Verwechseln der Position eines Angreifers nicht gerade ein wenig verworren nennen. Für mich ist das eine dreiste Lüge. Also ich würde das schon als ein bisschen verworren bezeichnen, aber hey, was weiß ich denn schon. Wurde nicht so oft angegriffen, ne? Eure Theorie gilt nur, wenn wir annehmen, dass dieses Mädchen ihren Angreifer auch wirklich sah. Wenn sie die Person aber nicht sehen konnte, nun, dann ist es sowieso irrelevant, wo sie stand. Ja, also vielleicht war die dann alt. Unsichtbar mit Videan oder Videos oder wie auch immer. Bedeutet dies, dass der Angreifer ebenfalls an dieser Roben trug? Nee, die hätte sie ja sehen können. Dieses unmögliche Hausgericht. Wie die Zeugin schon zuvor angab. Nur Bewohner des Purgiswaldes sind in der Lage, diese Roben zu sehen. Zusammengefasst, der Angreifer muss eine Hexe gewesen sein und muss sich mittels Magie unsichtbar gemacht haben. Damit meint ihr die große Hexe Arcana? Da gibt es noch ein Detail, welches beweist, dass der Angreifer eine Hexe ist. Und was soll das jetzt schon wieder sein? Die Zeugin sagte aus, dass sie das Bewusstsein verlor. Werft einen Blick ins Lieber Magai. Und ihr werdet einen Spruch namens Somnus finden. Ah, nett. Guck ich mir gleich an. Zeugin, erlaubt mir, euch diese Frage zu stellen. Habt ihr die Formel dieses Zaubers vernommen? Jetzt, da ihr es erwähnt, wahrscheinlich nicht. Sie sagt nur das, was Gloria ja von ihr hören will. Ich kann mich erinnern, etwas derartiges gehört zu haben. Wie bitte? Ich weiß nicht, was das für ein Wort wird. Ah, da ist er ja, Somnus. Lässt jeden, der die Zauberformel hört, bewusstlos werden. Ja, danke, Maya, dass du die so schnell rausgesucht hast. Wir dürfen nicht vergessen, die große Hexe kann jede bekannte Magie nach Belieben wirken. Können wir nicht einfach mal das gesamte Buch jetzt mittlerweile durchblättern? Es sind nur ein paar mehr Zauber bestimmt drin, die nützlich sein könnten. Ja. Wird sofort bewusstlos, sobald die Formel gehört wird. Zeugin, ändert eure Aussage, dass sie diese wichtige Information beinhaltet. Ja, sofort. Mist. Ich weiß es nicht, dass sie sich da rausfinden konnte. Noch gebe ich noch lange nicht auf. Noch weiter, bis wir endlich wissen, wer dieser Angreifer wirklich war. Wohlan, mögen die Fragen weitergehen. Gut. Die Formel für Somnus und bevor ich mich umdrehen konnte, wurde ich hinterrücks attackiert. Nein! Das funktioniert der Zauber nicht. Du kannst nicht, nachdem du die Formel gehört hast, angegriffen worden sein. Moment mal! Ihr habt also die Formel gehört, seid euch da absolut sicher. Ja, zweifellos. Der Angreifer wurde mittels Magie unsichtbar, ging die Treppe hoch und schickte die Zeugin in die Bewusstlosigkeit mit Magie. Dies kann zweifelsfrei nur das Werk der großen Hexarkana sein, ja bla 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 bla. Schließlich hat der Angreifer die Zeugen weggetragen. Beide Hände, Großinquisitorin. Mit einfachen Worten, die Hexe kann unmöglich eine Talea Magica gehalten haben. Ja, aber, hä? Das hat sie ja dann gemacht, nachdem sie den Zauber gewirkt hat. Aha. Na klar, und die einzige Hexe, die keinen Stab benötigt, ist Arcana, bla bla bla. Ich meine, ist ja anscheinend richtig, aber ist das trotzdem keine gute Ausrede eigentlich gerade. Keine gute Begründung. Also ich würde da einfach tatsächlich präsentieren direkt den Zauber. Come on, verarsch mich doch nicht. Frau Dorner, ich habe euch beobachtet, seit ihr in den Zeugenstand getreten seid. Versucht ihr ständig verzweifelt, etwas von dem Rest des Gerichts zu verbergen. Ich schwitze doch nur ein bisschen und, ja, habe eine Blume, mal wieder, aus irgendeinem Grund. Ich
frage mich, ob ihr dieses Sprichwort kennt. Lügen haben kurze Beine. Und sie haben ziemlich kurze Beine, wenn ich das mal mit meinen Prachtstücken von Beinen vergleichen darf. Das bedeutet, dass ihr mit Lügen nicht weit kommt. Eure Geschichte hat jetzt schon mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Was ist Schweiz? Redet nicht solchen Käse, sondern kommt auf den Punkt, Verteidiger. Laut dem lieber Magai lässt Somnus eine Person das Bewusstsein verlieren. So steht es ja geschrieben. Die Wirkung tritt sofort in Kraft, sobald das Opfer die Formel hört. Ah! Frau Dorner, ihr sagt doch aus, dass ihr Somnus hörtet und so erst die Präsenz des Angreifers wahrnahmt. Dann habt ihr euch verteidigt. Von wegen. Hättet ihr wirklich diese Formel gehört, dann wärt ihr niemals imstande gewesen, nach dem Anhänger eures Widersachers zu greifen. Ruhe, Ruhe! Was bedeutet dies nun? Tja, hätte der Richter doch bloß mal den gesamten lieber Magai-Eintrag vorgelesen, ha? Er hätte sie das direkt vermeiden können. Muss richtig anordnen können in ihrer Aussage. Dies bedeutet, dass Frau Dorner nicht die Formel gehört hat, die sie vorgibt gehört zu haben. Aber warum hat... Warum alles in Labyrinthia? War dieses Mädchen dann ohne Bewusstsein? Jemand hat dafür gesorgt, dass Bella ohnmächtig war. Und als sie dann aufwachte, fand sie sich im obersten Geschoss des Glockenturms wieder. Es ist möglich, dass Bellas Bewusstlosigkeit darauf zurückzuführen ist. Irgendwas außer Magie vielleicht. Ganz absurd, ich weiß, es gibt noch andere Möglichkeiten als Magie, um Leute bewusstlos zu machen. Einspruch! Was ist denn das Problem? Und wenn ich fragen dürfte, was macht euch diesbezüglich so sicher? Könnte es nicht sein, dass ein anderer Zauber gewirkt wurde? Einspruch! Ist wohl wahr, aber ich kenne halt leider nicht alle Zauber, weil ich mir nicht alles durchlesen kann aus irgendeinem Grund. Das ist nicht möglich. Und gerade ihr solltet dies auch wissen. Bitte? Frau Donners Behauptung, dass sie hörte, wie jemand die Zauberformel sprach, ist absolut erstunken und erlogen. Und dennoch... Das wäre kein allzu großes Problem, hätte sie tatsächlich eine Formel gehört. Das ist korrekt. Aber ihrer Aussage zufolge kann dies nicht der Fall gewesen sein. Der einzige Zauber, der in der Lage ist, Bewusstlosigkeit hervorzurufen, ist Somnus. Das ist doch richtig, oder? Großinquisitorin Gloria? Verteidiger! Wollt ihr damit sagen, dass es neben Magie noch eine Möglichkeit gibt, weshalb Frau Dorner bewusstlos wurde? Mir fällt da genau eine andere Möglichkeit ein. Ich rede natürlich von einem Schlafmittel. Schlafmittel? Erinnert euch, Frau Dorner sagte aus, dass der Angreifer ihr den Mund zuhielt, bevor sie schreien konnte. Richtig, da könnte man was vor den Mund halten oder sogar in den Mund. Währenddessen konnte der Angreifer die Schlafmedizin anwenden, die Frau Dorner ruckzuck ins Reich der Träume schickte. In der Tat. Das ergibt Sinn. Euer Ehren, deshalb muss der Angreifer nicht unbedingt Arcana gewesen sein. Mal ehrlich, warum sollte ein geradezu allmächtiges Wesen voller magischer Kraft jemanden mit Schlafmittel betäuben? Einspruch! Naja, aber kannst du beweisen, dass es wirklich so war? Und doch nicht irgendwie später dann noch Somnus genutzt wurde und sich einfach nicht mehr daran erinnern kann, bla bla bla. Also ist halt nicht so, ich glaube dir das schon, aber du kannst es nicht beweisen eigentlich, ne? Haltet ein, Verteidiger. Diese Person vermochte es ungesehen an den Wachen vorbei, in den Glockenturm zu schleichen. Sie muss also eindeutig Magie eingesetzt haben, um unsichtbar sein zu können. Oder eine der Wachen war das. Eine der Wachen hat sie angegriffen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Man benötigt keine Magie, um unsichtbar zu werden, Großinquisitorin. Sieht man dies an, dürfte es ein Kinderspiel sein, an den Wachen vorbeizuschleichen. Achso, ja klar, das geht ja auch. Ja, okay, never mind. Und doch, trotz all dem gibt es immer noch ein offensichtliches Problem. Frau Dorner? Ja, bitte? Ihr habt vorher ausgesagt, dass ihr von vorne angegriffen wurde, korrekt? Sollte dies der Fall sein, dann gibt es nur eine mögliche Schlussfolgerung. Frau Dorner, ihr konntet das Gesicht eures Angreifers sehr wohl sehen. Wie kommt ihr darauf? Ich hab... Ganz einfach, die Lösung habt ihr selbst geliefert. Nur die Bewohner des Purgiswaldes sind in der Lage, diese Robe zu sehen. Frau Dorner, dies bedeutet, es gibt einen Teil dieses Rätsels, den ausschließlich ihr kennt. Nur ihr könnt uns die Identität des Eindringlings und Angreifers verraten.
Und genau die versucht sie zu, ja, verheimlichen aus irgendeinem Grund. Also, aus einem offensichtlichen Grund wahrscheinlich. Ich kann es nicht sagen. Egal, was geschieht. Ich kann es nicht sagen. Egal, was. Ja. Vor allem, wenn sie selbst anwesend ist. In nächster Nähe. Lasst es mich erklären. Diese Zeugin hat vom Beginn des Prozesses an jemanden gedeckt. Was? Aber zu unserem Glück sind wir nicht länger auf Frau Donners Aussage angewiesen. Die Antwort liegt auf der Hand. Ich rede natürlich von der wahren Identität des Angreifers von Frau Dorner. Alle bisherigen Hinweise deuten auf eine Person. Verteidiger, ich gehe davon aus, dass ihr führt ein Schwert, mit dem ihr diese schwere Anschuldigung verteidigen könnt. Oh ja, das tue ich. Na gut, scheint, als würde jetzt alles von meiner Antwort abhängen. Jetzt sehen wir endlich, wer die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Wohl an, Verteidiger. Erklärt nun dem Gericht, wer für den Angriff, für das Einsperren der Zeugin in der Glockenstube verantwortlich ist. Nichts leichter als das. Nora! Nein, okay, vielleicht nicht. Großinquisitorin Gloria. Nimm das! Auch wenn ich nicht weiß, wie genau ich das beweisen soll. Naja, ihr wart es. Großinquisitorin Gloria. Was? Ja, das Publikum ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich überzeugt von dieser Anschuldigung, hä? Ruhe! Ruhe, Ruhe im Saal! Ja, unvorstellbar! Das ist unmöglich! Ich muss sagen, werter Verteidiger, euer Mut ist beeindruckend, trotz eurer Unbesonnenheit. Eine Großinquisitorin anzuklagen ist wagemutig. Doch. Ernsten Anschuldigungen folgen ernsthafte Konsequenzen. Ein klitzekleiner Fehltritt genügt. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr keinen Fuß mehr in dieses Gericht setzt. Merkt euch diese Worte, Verteidiger. Verstanden. Ha, meine Güte, welche Zuversicht. Wir werden sehen, ob eure Zuversicht gerechtfertigt ist. Der Angreifer hat Frau Dorner mit einem Schlafmittel betäubt. Es dürfte nicht länger als ein paar Sekunden gedauert haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Das Schlafmittel war wohl sehr stark. Das ist wahr. Schließlich sind die Wirkungen solcher Mittel der Magie recht ähnlich. Ja, Alchemie ist ja auch quasi schon Magie. Zumindest ziemlich nah dran. Es gibt nur eine einzige Person im ganzen Labyrinth hier, die euch mit solchen Medikamenten versorgen könnte. Ich meine Herrn Leonard de Victoire. Einspruch! Verteidiger, ist euch vielleicht entgangen, dass Herr de Victoire vor 3 Monaten verschieden ist? Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Sorry, habe ich ganz vergessen. Aber er könnte ja immer noch Medizin bei sich gelagert haben, die man immer verwenden könnte, also so ist es ja nicht. Als er noch lebte, versorgte Herr de Victoire die Bürger dieser Stadt mit vielen Heiltränken für alle möglichen Krankheiten. Aber er könnte noch mehr. Er brauchte auch einige sehr gefährliche Tränke. Deshalb. Und nach seinem Tod alle Tränke und Gebäude konfisziert. Ach ja, stimmt, das ist ja passiert. Ja, klar, eben. Also, umso leichter daran zu kommen. Inquisitor Flambeck erläuterte dies im vorherigen Hexenprozess. Ich erinnere mich, keine Sorge. Das Opfer war ein Alchemist. Wir hatten gehofft, die Gegenstände könnten uns hier wichtige Hinweise geben. Außerdem sollten solche Dinge nicht in die falschen Hände geraten. Ja, sind sie jetzt wohl leider trotzdem. Die einzige Person, die diese betreten kann, ist Frau Gloria, die Großinquisitorin. Ach, es wird ja immer leichter. Und immer offensichtlicher. Aha. Einspruch. Mit anderen Worten, da ich Zugang zu diesen Tränken habe, muss ich der mysteriöse Angreifer sein. Wollte darauf hinaus, Verteidiger? Korrekt. Es mag euch zum Weinen bringen, aber einen Beweis nenne ich dies nicht. Wie ihr selbst so schön sagtet, Herr de Victoire braucht eine Vielzahl teils gefährlicher Tränke, um den Bürgern dieser Stadt zu helfen. Er war dadurch wohl bekannt, was ihm nicht sehr recht war. Daher ist es mehr als so wahrscheinlich, dass eben diese gefährlichen Substanzen auch jetzt noch überall anzufinden sind. Deshalb ist keinesfalls auszuschließen, dass der Täter, wer immer auch sein mag, an ein Schlafmittel gelangen konnte. Einleuchtend.
Der Victoires Medizin spielt lange Zeit eine große Rolle in der Gesunderhaltung der Bürger Labyrinthias. Es ist daher auch einleuchtend, dass einige der gefährlicheren Tinkturen noch irgendwo in Labyrinthia sind. Ja, unmöglich ist es wirklich nicht. Es macht es wirklich einfacher und wirklich offensichtlicher, dass es gewesen sein könnte. Gestatt mir einen Rat, Verteidiger. Wenn ihr das nächste Mal im Gericht redet, empfehle ich euch, echte Beweise zu erlangen, anstatt derart närrische Anklagen von euch zu geben. Versagt ihr, werde ich eure nächsten Worte den Flammen übergeben. Das passt zu ihr. Ich wusste, sie würde meiner Theorie nicht mit einem Lächeln begegnen. Sowohl Großinquisitorin Gloria als auch Inquisitor Flamberg sind die Boten der Gerechtigkeit in Labyrinthia. Das Erheben solcher Anklagen gegen einen der beiden ohne gute Gründe wird mit der härtesten aller Strafen geahndet. Was meint ihr mit der härtesten aller Strafen? Ich glaube, der Richter meint, dass wir entweder einen Beweis liefern sollten oder der Victoire bald Gesellschaft leisten. Ich muss einen entscheidenden Beweis präsentieren und zwar schnell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen kann. Großinquisitorin Gloria ist der Angreifer. Werde ich es beweisen und zwar mit. Mit einem Tipp. Ich weiß es immer noch nicht. Mit Gloria selbst? Aber mit ihrem Hals! Die Verteidigung beglaubt, dass es einen Hinweis gibt, dass die Großinquisitorin Gloria mit dem Verbrechen in Verbindung bringen kann. Großinquisitorin! Dieses Indiz befindet sich momentan an eurem Körper. Bitte, legt eure Kleidung ab. An meinem Körper. Das Gericht weiß nicht, worauf der Verteidiger hinaus will, aber zeigt dem Gericht nun dieses Indiz. Zeigt uns das Indiz, das die Großinquisitorin immer noch nicht noch mit sich tragen soll. In Ordnung. Genau da. Nein, dann ist in Ordnung da. Am Hals. Hier! Tut mir leid. Ich bin ein schlimmer Mensch. Manchmal. Der Hals der Großinquisitorin? Ihr wollt doch wohl nicht sagen. Doch, doch, genau das will ich sagen. Frau Dorner riss diesen Anhänger vom Hals des Angreifers. Schaut euch bitte das Band an. Dort ist immer noch etwas Blut zu erkennen. Laut ihrer vorherigen Aussage hat Frau Dorner, als sie am Band gezogen hat, selbst gefühlt, dass sie den Hals des Angreifers kratzte. Stimmt doch, Frau Dorner. Oder? Es stimmt. Und deshalb. Deshalb sollte der Angreifer immer noch einen Abdruck oder besser gesagt eine Wunde am Hals haben. Oh. Macht es euch was aus, dem Gericht euren Hals zu zeigen, Großinquisitorin Gloria? Ich bin überzeugt, dass wir unter diesem hohen Kragen genau die Wunde finden werden, nach der wir suchen. Natürlich gibt es eine Ausnahme, wenn ihr diese Wunde mit Magie geheilt habt. Also haben wir gar keinen Beweis, ha? Na, außer wir sind gerade wirklich der Meinung, dass sie gar keine Hexe ist. Das ist ja alles, was wir bisher sagen, ne? Wir sagen, sie könnte die Robe verwendet haben, die Robe der Nacht, um sich da reingeschlichen zu haben. Sie hat Schlafmittel verwendet, um sie bewusstlos zu kriegen. Ja, dann ist sie vielleicht einfach keine Hexe. Sie ist die große Hexe, aber sie ist nicht die große Hexe Arcana. Und so. Bitte? Ich muss sagen, Verteidiger, ihr habt es vermocht, dieses stumpfe Schwert zu einer formidablen Waffe zu formen. Ihr habt recht. An meinem Hals ist tatsächlich eine Wunde, die mir heute Nacht zugefügt wurde. Was? Frau Gloria, was bedeutet das alles? Ich will Flammenberg wieder haben. Das bedeutet es. Euer Ehren? Ich sehe, ihr seid auch noch da, Verteidiger. Seid nicht nach Hause gegangen? Euer Ehren, ich weiß, ihr seid geschockt und so, aber kommt schon, arbeitet mit mir zusammen. Euer Ehren? Die Verteidigung möchte Großinquisitorin Gloria in den Zeugenstand rufen. Was habt ihr gerade gesagt? Es ist nun recht offensichtlich, dass die Großinquisitorin irgendwas mit den Geschehnissen dieser Nacht zu tun hat. Und darüber hinaus die Möglichkeit, dass sie ihre Macht als Großinquisitorin benutzt hat, um eine Mandantin als Arcana einzustellen. Aber in all meinen Jahren als Richter wurde noch nie ein Inquisitor inmitten eines Prozesses in den Zeugenstand gerufen.
Nun, wir werden, werden Geschichte schreiben, wenn es uns gelingt, die Wahrheit aufzudecken, euer Ehren. Doch, wir haben ein Problem. Dieser Prozess kann ohne einen Inquisitor nicht fortgeführt werden, außer wir holen jemanden neuen dazu. Layton, du darfst da langsam mal dazukommen, wenn es geht. Hey, wer ist dann mit Inquisitor Flammenberg zum Beispiel? Inquisitor Flammenberg bleibt für seinen Hochverrat gegenüber dem Schöpfer weiter im Kerker inhaftiert. Das hast du doch aber behauptet, dass er Hochverrat begangen hat. Ich denke nicht, dass er dieser feinen Gesellschaft beiwohnen wird. Unmöglich. Das ist bedauerlich, Verteidiger. Alles ist hoffnungslos. Der große Inquisitor Gloria sich nicht in den Zeugenstand begibt. Ist so viel erledigt und die Wahrheit ebenfalls. Andererseits, ohne Inquisitor auf der Gegenseite, kann der Prozess nicht weitergehen und der Ausgang wäre, wäre der gleiche. Was soll ich nur tun? Moment mal! Danke, da ist er ja! Der neue Inquisitor. Mann mit Hut. Diese Rolle kann ich gern übernehmen. Aber Herr Layton, was wollen Sie damit sagen? Ich kann eindeutig beweisen, dass Sophie de Narrateur Arcana die große Hexe ist. Warte mal, was? Was? Nun, Herr Wright, die Zeit ist jetzt reif, um den Fall endlich abzuschließen. Wir hatten darauf gehofft, dass der Professor auftauchen würde. Ja, aber ich hätte nicht erwartet, dass er das sagen würde. Ja, dann sind wir jetzt, wie gesagt, offensichtlich Rivalen. Endgültig. Wenn jemand in der Lage wäre, den entscheidenden Beweis zu finden und den Prozess zu gewinnen, dann er. Er kam zwar, aber er stand nicht dort, wo ich ihn erwartet hätte. Er war nicht auf unserer Seite, er war ein Inquisitor. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, was bis zum Ende des Prozesses noch passieren würde. Ja, ein Haufen verrückter Dinge wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich erstmal eine kleine Zwischenpause wieder, hä? Ja, das ist schön. Ich meine, wir wussten ja schon, dass er dazu stoßen würde und genau das tun würde, aber ich habe nicht erwartet, dass er... Ich dachte halt, dass er dann auch direkt ankommt und sagt, ja, ich weiß, dass es Gloria ist und ich werde sie jetzt verurteilen und dann ist halt Gloria der Anklagte, die neue oder so. Keine Ahnung. Aber nein, das scheint es wohl nicht zu sein. Tatsächlich. Herr Layton, aber was haben Sie bloß vor? Was ich vorhabe, Herr Wright? Ja, wir haben darauf vertraut, dass Sie uns mit einem entscheidenden Beweis helfen, Professor. Mein einziges Anliegen hier ist es, die Wahrheit zu finden. Und die Wahrheit ist nicht immer das, was wir uns gerne wünschen, ha? Die Wahrheit? Über die Identität der großen Hexe. Oder sollte ich sagen, Fräulein de Narrateur? Wenn es dafür erforderlich sein sollte, auf verschiedenen Seiten zu stehen, dann sei es so. Auf wessen Seite soll ich denn jetzt sein? Von Ihnen als Verteidiger erwarte ich, dass Sie Ihr Bestes geben, um Fräulein de Narrateur zu retten. Weil ich denke mal, ich werde weiterhin Phoenix spielen, dann werde ich ja wohl recht haben, ne? Weil ich muss ja gewinnen können. Wäre sonst ein blödes Spiel. Wenn ich für die falsche Seite argumentiere. Der Prozess wird nun fortgeführt. Seid ihr bereit, große Inquisitorin? Nein, bin ich nicht. Solange ich im Zeugenstand stehe, bin ich nicht länger die Großinquisitorin. Nennt mich einfach Gloria. Ja, keine Sorge, mache ich sowieso immer. Frau Gloria, könnt ihr Folgendes für mich bestätigen? Bevor ihr in den Zeugenstand getreten seid, habt ihr gesagt, dass es tatsächlich am Glockenturm wart, als ich davor verleugnete. Das heißt, es waren drei Personen am Tatort. Es hat den Anschein, dass dies der Fall ist. Allerdings war es euch möglich, euch vor 10 verschiedenen Wachen zu verstecken. Und zwar mit Hilfe dieser Robe. Die Robe der Nacht. Mit anderen Worten, es gibt allen Grund, eure Taten heute Abend zu hinterfragen. Das beweist ja auch eigentlich schon, dass sie irgendwas mit dem Purgiswald zu tun hat. Was wir auch schon wissen, aber, ne? Naja, beweist es halt nochmal. Frau Gloria, das Hohe Gericht hat keine Veranlassung anzunehmen, dass ihr einen solchen Verrat begehen würdet. Es ist jedoch angebracht, euch zu bitten, dem Hohen Gericht zu berichten, was zur Zeit des Vorfalls geschehen ist. Nun gut,
Dann erzähl doch mal. Die Parade sollte am Stadtplatz enden. Ich überwachte die Gegend, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Als ich vom Glockenturm ankam, bemerkte ich kleine Fußspuren, die in den Turm führten. Ich ging hinein und sah mich um. Ich hatte gute Gründe, jeglichen Kontakt mit den Wachen zu vermeiden. Ich ging die Treppe hinauf und bemerkte einen Eindringling mit dem Rücken zu mir. Ich habe die Person dann festgenommen. Aha, ihr habt diese Person festgenommen. Ich bin zwar Großinquisitorin, aber ich muss mich auch häufig um weitere geheime Aufgaben kümmern, von denen die Bürger Labyrinth jetzt nichts wissen. Oh, ist das so? Und du hast sie festgenommen, indem du sie oben im Turm eingesperrt hast, anstatt sie ins Gefängnis zu bringen oder sowas, ha? Huh? Eine dieser Aufgaben ist es, war es, die Sicherheit des Schöpfers zu gewährleisten. Sicherheit. Da sind meine heutigen Handlungen keineswegs verdächtig. Aha. Na gut, dann mal sehen, wann Layton das erste Mal, ja, Einspruch erhebt gegen was ich sage. Gegen was auch immer ich gleich sagen werde. Als ich beim Glockenturm ankam, bemerkte ich kleine Fußspuren, die den Turm hinaufführten, genau. Ich um. Gute Gründe hattest du, okay, wenn du es meinst. Festgenommen. Achso, ja, das war schon alles. Okay, fuck. Es scheint, als wäre das alles, was sie zu sagen hat. Weißt du, wenn Gloria nur in den Turm gegangen ist, um den Eindringling zu verhaften, frage ich mich, wieso sie das nicht von Anfang an gesagt hat. Ja, das ist halt eine gute Frage. Warum hat sie das damit nicht gesagt? Wobei sie ja mal gute Gründe gehabt zu haben. Ganz einfach, solche Informationen werden nach dem Prinzip streng vertraulich behandelt. Ja, sowas halt in die Richtung. Streng vertraulich, ha? Huh? Offizielle Geheimnisse sind ja nicht ungewöhnlich, aber in der Regel gibt es doch gute Gründe, Informationen zurückzuhalten. Hey Nick, liegt's an mir oder hast du auch das Gefühl, dass wir beobachtet werden? Ja, von Layton, offensichtlich. Ja, ich kann die Augen förmlich fühlen. Ich frage mich, was mit dem Professor los ist. Irgendwas muss passiert sein. Er würde uns niemals so verraten. Und wo ist Luke? Du bist ja gar nicht dabei, ne? Layton war bisher sehr still. Sicherlich muss er bemerkt haben, dass etwas mit der Aussage von Gloria nicht stimmt. Aber egal, es muss etwas in dieser Aussage geben, das wir verwenden können. Wir müssen der Aussage einfach nur auf den Grund gehen. Genau. Ja, aber was? Was können wir verwenden? Gute Gründe. Was für gute Gründe, bitte? Was war der Grund? Es hatte damit zu tun, den Schöpfer zu schützen. Es war etwas, das ich zu dieser Zeit tun musste. Hat es möglicherweise etwas mit der Geschichte zu tun, die bereits geschrieben wurde? Das Wort des Schöpfers ist Gesetz. Das heißt, jeder, der versucht, seinem Willen zu entgehen, muss sofort ausgeschaltet werden. Was? Ich muss ausgeschaltet werden? Sekunde! Entschuldigt, Frau Dorner. Frau Dorner, Zeugin! Ja? Ein Wunder, sie erinnert sich nicht an ihren eigenen Namen. Ihr scheint über etwas nachzudenken. Habt ihr euch an etwas erinnert, das die Aussage der Großinquisitorin ergänzt? Nein, es tut mir leid. Nichts Spezifisches. Es ist nur, ich bin etwas enttäuscht von mir selbst. Enttäuscht? Ich bin den ganzen Weg nach Labyrinth gekommen, um meinen Auftrag zu erfüllen, aber ich habe versagt und wurde festgenommen. Unabhängig von eurem Versagen, ist der Schöpfer gestorben, wie vorher gesagt, oder nicht, Frau Dorner? Heute Abend, als es stark geregnet hat, bin ich an meinem vorbestimmten Ort angekommen. Natürlich war der Glockenturm von Wachen umringt. 10, um genau zu sein. Ich war sehr nervös. Sie muss von den Amateurwachen sprechen. Sie haben mir gesagt, bleib ruhig, solange du die Robe trägst, geht das schon gut. Wer hätte gedacht, dass ich so falsch liege? Aber es wäre alles nicht passiert, wenn ich vorsichtiger gewesen wäre. Ja, super. Genug. Das Hohe Gericht erwartet mehr Reue für eure vergangenen Schandtaten und weniger Grübeln darüber, was sein könnte. Stimmt etwas mit Bettas Aussage nicht? Irgendwas wird schon nicht stimmen, ich weiß noch nicht was. Ihr habt gedacht, dass es keine Probleme geben würde, solange ihr die Robe tragt. Ja, das ist richtig. Also kann man sagen, ihr habt die Robe doch immer getragen, als ihr oben im Glockenturm wart, oder nicht? Ja, das wissen wir doch, oder?
Ja, ich habe sie die ganze Zeit getragen. Zumindest bis ich angegriffen wurde. Dabei wurde meine Robe vom Wind mitgerissen. Frau Dorna, das hören wir zum ersten Mal. Wirklich? Ich denke, ich muss es vergessen haben. Ich dachte, das wussten wir auch. Euer Ehren, vielleicht sollten wir diesen Beweis in der Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. In Ordnung. Sichtbar nur für Purgiswaldbewohner, ja. Ja, diese trug, als sie angegriffen wurde halt. Genau. Toll. Ich ging die Treppe hinauf und bemerkte einen Eindringling. Ah. Einspruch. Fuck. Na doch, war es richtig? Die Person, die ihr gesehen habt, als ihr den Turm betreten habt, war also in Wirklichkeit Frau Dorna. Das Problem daran ist, dass man das nicht, dass das nicht möglich gewesen wäre. Okay, die Musik hat so langsam aufgehört, ich dachte, ich hätte falsch gelegen. Wovon sprecht ihr, Verteidiger? Frau Dorna? Oder soll ich sagen, die Zeugin? Was ist dein Name? Hat ausgesagt, dass sie im Glockenturm Robe der Nacht getragen hat. Das heißt, Frau Gloria kann die Zeugin unter keinen Umständen gesehen haben, außer sie ist, ja, eine Bewohnerin des Purgiswaldes. Oh, ihr habt recht. Jeder, der die Robe trägt, wird unsichtbar. Genau, aber eine bestimmte Gruppe kann jeden sehen, der eine solche Robe trägt. Und wer soll das sein? Nur Bewohner des Purgiswaldes können diese Robe sehen. Kommt man aus dem Purgiswald, kann man diese Dinge problemlos sehen. Einspruch! Also, was ihr sagen wollt, Herr Wright, ist, dass Frau Gloria in Wirklichkeit aus dem Purgiswald kommt. Ist es richtig? Soll dieses Mädchen gekannt haben? Genau, Layton. Was? Was soll das? Tja, was soll das, indeed? Was soll das? Höchst imposant, Herr Wright. Allerdings scheint ihr eine Kleinigkeit übersehen zu haben. Eine Kleinigkeit übersehen? Wie gesagt, Frau Gloria sah etwas, das sie nicht hätte sehen können. Allerdings gibt es noch eine andere Erklärung für die Geschehnisse heute Abend. Hat er gerade gesagt, was ich denke, dass er es gesagt hat? Es ist recht simpel. Die Zeugin hat die Robe nicht getragen. Sie hat gelogen, ja. Wovon spricht der Inquisitor? Die Zeugin hat bewiesen, dass wir ihren Erinnerungen der Geschehnisse heute Abend nicht trauen können. Layton, warum tust du das? Aber eigentlich hat er recht. Ich glaube, dass sie die Robe bereits abgelegt hatte, als sie die Spitze des Glockenturms erreicht hat. Was? Es ist wie ihr sagt, Inquisitor. Wow, come on. Wie ihr sehen könnt, Verteidiger, sind eure Beobachtungen reine Spekulation. Aber es ist vollkommen richtig, es ist vollkommen richtig. Solange wir keine rote Wahrheit haben, kann alles möglich sein, was wir nicht selbst gesehen haben. Die Aussagen müssen nicht unbedingt wahr sein, das müssen sie nie. Diese Zeugin hier hat das hohe Gericht die ganze Zeit über belogen. Das ist die einfachste Erklärung. Einspruch! Moment mal, die Zeugin hat eine klare Aussage gemacht. Ist das nicht richtig, Frau Dorna? Ich bin nicht sicher. Was? Ich meine Erinnerung ist etwas schwammig. Das kann doch nicht sein! Ja, danke, vielen Dank. Natürlich stimmt sie Gloria zu, wie immer. Warum auch immer Gloria sie überhaupt angegriffen haben sollte, wenn sie zusammenarbeiten, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, warum? Warum? Also ich habe halt das Gefühl, dass sie mit Gloria zusammenarbeitet. Das hatte ich ja die ganze Zeit über das Gefühl. Kann doch eigentlich nicht anders sein. Es scheint nicht so, als ob diese Befragung zu neuen Erkenntnissen führen kann. Euer Ehren, ich schlage vor, wir setzen das Kreuz mal fort. Okay, wenn du meinst. Eine glorreiche Idee, Inquisitor. Nun denn, Frau Gloria, führt eure Aussage fort. Ich finde schon, dass du jetzt einfach Inquisitor genannt wird die ganze Zeit schon. Egal, wie man es dreht und wendet, Bella wirkt, als würde sie etwas verheimlichen. Ob es eine Möglichkeit gäbe, sie zum Reden zu bewegen, ha? Huh? Egal, was Bella sagt, Gloria bleibt ruhig und findet eine Ausrede. Ja, das wird nicht einfach, so viel ist klar. Deshalb müssen wir uns auf Gloria konzentrieren, wenn wir das tun. Wird Bella früher oder später etwas sagen, das uns weiterhilft. Ja, das ist ja schon mal passiert. Alles klar, ich weiß, diese Aussage sind noch ein oder zwei Hinweise. Ich werde sie finden. Ich sollte mir die vorherigen Aussagen noch einmal anhören. Es muss da den einen oder anderen Widerspruch geben. Gut, bin ich bei.
Waren die Fußabdrücke wirklich klein, ist die Frage? Weil ich meine, die Fußabdrücke, die da waren, waren ja welche, die schon die anderen Fußabdrücke von dieser komischen Domina verdeckt haben. Das heißt, eigentlich muss es ja relativ groß gewesen sein, ne? Können wir das nochmal hinterfragen vielleicht? Hat das noch einen Sinn? Ich frage erstmal so nach und dann kann ich ja gleich noch, ja, das Bild selbst präsentieren. Gewiss, der Boden war recht schlammig vom Regen. Ihre Fußabdrücke waren nachher leicht zu sehen. Alles klar, den Aussagen der Wachen nach zu urteilen. Ja, genau. Sie dachten, die Fußabdrücke stammten von Dominika. Aber stellte sich heraus, dass es nicht ihre waren. Genau. Die Absätze ihrer Schuhe hätten Spuren hinterlassen. Aber die Fußabdrücke, die ich im Glockenturm sah, hatten keinerlei Abdrücke von Absätzen. Und ihr seid euch... seid auf eurem Weg nach oben in die Abdrücke getreten, um zu vermeiden, entdeckt zu werden, richtig? Genau. Zu diesem Zeitpunkt war es meine Aufgabe, den Stadtplatz zu sichern. Mit anderen Worten, du willst behaupten, dass das eine Übereinanderlagerung von 4 verschiedenen Fußabdrücken war? 4 Leute sind da nacheinander hochgelaufen und haben sich übereinander gestapelt. Was? Um das zu erreichen, war es von höchster Wichtigkeit, dass niemand von meiner Anwesenheit dort weiß. Wenn die Bürger euch dort bemerkt, hätte das zweifellos Verdacht erregt. Gewiss. Es erklärt sich also von selbst, dass ich vermeiden musste, die Aufmerksamkeit der Wachen auf mich zu lenken. So war es zwingend notwendig, meine Anwesenheit zu verbergen. Selbst wenn ich die Fußabdrücke anderer nutzen musste. Ich verstehe. Eine gerissene Maßnahme, die der Großinquisitorin alle Ehre macht. Ist in ihrer Aussage gerade eben irgendwas merkwürdig? Stimmt, ich weiß auch nicht, was genau. Ich habe in eurer Aussage etwas bemerkt. Etwas für die Lösung dieses Falls äußerst Wichtiges. Die Verteidigung wünscht, dass ihr eure Aussage ändert. Sagt einfach was anderes bitte, egal was. Ihr könnt eure Fantasie nicht im Zaun halten, oder? Die Inquisition hat keine Einwände. Wie auch immer jetzt den Zylinder vor sein Gesicht hält. So beschämt. Oder so, als würde er irgendwas verbergen. Bin nicht sicher. Er wirkt böse. Keinen Absatz. Also mühte ich mich, so genau wie möglich in sie hineinzutreten. Soll ich das jetzt präsentieren hier? Einspruch! Scheint schon. Weiß nicht genau, warum. Tatsächlich weiß ich nicht genau, warum. Frau Gloria, sind das eure Fußabdrücke, die in dieser Skizze zu sehen sind? Scheint so. Ich säge mir ferner, als die harte Arbeit der Wachen zu untergraben. Aber die Aufgabe heute Abend war meine allein. In Ordnung, wenn ihr das so sagt, dann ist es unmöglich, diesen Widerspruch zu übersehen. Was sagt ihr da? Ja, also passt das nicht, ne? Frau Gloria, ihr habt Folgendes gesagt. Als ihr die Treppe hinaufgestiegen seid, habt ihr versucht, so genau wie möglich in die Fußabdrücke zu treten. Wenn ihr allerdings die Fußabdrücke betrachtet, die hinterlassen wurden, könnt ihr klar erkennen, dass nicht nur ein Abdruck des Absatzes zu sehen ist, sondern auch der ganze Fuß. Wenn ihr euch so bemüht habt, in die Fußabdrücke zu treten, wie kommt es dann, dass ihr in der Skizze Absätze zu sehen sind? Das entspricht der Wahrheit. Allerdings erkennt das Hohe Gericht die Wichtigkeit dieser Kleinigkeit nicht. Das ist in der Tat eine Kleinigkeit, euer Ehren, aber ich habe noch etwas bemerkt. Frau Glorias Aussage ist ein sehr aufschlussreiches Detail enthalten. Aufschlussreich, sagt ihr? Ausgesagt, dass sie in die Abdrücke, die bereits im Tatort waren, getreten ist, um ihre Anwesenheit zu verbergen. Ja, das ist etwas seltsam. Um genau zu sein, wieso waren diese Fußabdrücke überhaupt am Tatort zu finden? Einspruch! Ja, was denn? Alright. Ja, Professor Layton? Könnt ihr dem Hohen Gericht zeigen, wieso dieses vermeintliche kleine Detail seltsam erscheint? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also nicht so ganz jedenfalls. Kommt mir auch komisch vor, dass da angeblich dann jetzt ja 4 Abdrücke übereinander gestapelt worden sein müssten, aber... Wer weiß, ob diese Fußabdrücke wirklich so bedeutsam sind. Ich weiß es anscheinend. Soll es von Wichtigkeit sein, welche Folgen es hätte? Hätte es. Das ist es, was wir herausfinden müssen, Herr Wright. Ich bezweifle, dass ihr es zu diesem Zeitpunkt als offensichtlichen Widerspruch deklarieren könnt. Kann es wohl nicht lassen und muss mit seinem 9-mal klugen Hirn angeben. Das reicht. Frau Dorner? Frau Gloria, wie? Wie konntet ihr nur? Wie konntet ihr uns einfach zurücklassen? Wie konntet ihr uns verraten? Ha!
Tja, Gloria, das hast du davon. Verraten? Zeugin, was soll das? Frau Gloria, ihr seid die Gebieterin des Purgiswaldes. Ihr seid die verantwortlich dafür, uns unsere Aufgaben zu erteilen. Was? Schön. Endlich verrät sie sie, ihre Meisterin. Dieses elende Mädchen ist nur eine abscheuliche Ausgeburt von Magie. Ihren Worten kann man nicht glauben. Bürger Labyrinthias, beantworte mir diese Frage. Bin ich nicht eine treue Tochter dieser Stadt? Nein, ihr lügt, Frau Gloria. Als ich dort oben auf dem Glockenturm gewartet habe, habe ich diese Robe nicht abgelegt. Frau Gloria, ihr habt ebenfalls eine solche Robe getragen, oder nicht? Könnt ihr euch nicht daran erinnern? Natürlich kann sie sich daran erinnern. Unsinn, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe es lediglich geschafft, in diesen mächtigen Wachen vorbeizuschleichen. Das ist wahrlich keine schwierige Aufgabe. Ja, ihr habt recht. Das wäre wahr, wenn ihr allein umhergeschlichen wärt. Allein? Zeugin, genug. Hört mir gut zu. Macht so weiter und ich sorge dafür, dass dieser Gerichtssaal das Letzte ist, was ihr seht. Das kümmert mich nicht. Das Ende ist fast gekommen. Nach den Geschehnissen heute sollte ich nicht hier sein. Frau Donna, ihr sagt, Frau Gloria war nicht allein zur Zeit des Unglücks. Das stimmt. Oh, Frau Gloria trug die Robe der Nacht und hatte Sophie dabei. Ein junges Mädchen bewusstlos auf ihrem Rücken. Was? Ein Mädchen? Könnte das? Ja. Es war das Mädchen, das dort oben im Käfig gefangen ist. Ihr meint... Sophie, der Narrateur! Tja, Layton, was willst du jetzt noch dagegen argumentieren, ha? Willst du noch dagegen irgendwie was vorweisen? Die Angeklagte wurde also den Glockenturm hochgetragen? Ausgerecht, ich habe nichts mehr zu sagen. Hier steht das Wort der Großinquisitorin gegen das einer Hexe. Sagt, wem wünscht ihr zu glauben? Einspruch! Frau Gloria, ihr wisst besser als alle anderen, dass es keine Sache des Glaubens ist. Ich fürchte, diese Worte sind hier nicht von Bedeutung. Das Einzige, was in diesem Gericht von Bedeutung ist, sind Beweise. Würdet ihr mir zustimmen, right? Ja, absolut, Herr Layton. Nun gut, die Spannung steigt, nicht wahr? Verteidiger, sagt, habt ihr Mittel, um eure Anschuldigung zu belegen? Aber tatsächlich, ihr könnt beweisen, dass ich, Großinquisitorin Labyrinthias, die Anklage auf den Turm getragen habe? Wenn ich sie mir so ansehe, scheint es, als hätte Bella nichts zu Glorias kleinem Geheimnis sagen sollen. Ich hab seit genug von ihrem Theater und hat den Mut gefunden, die Wahrheit zu sagen. Lasse nicht zu, dass es umsonst war. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Ich bringe die Wahrheit ans Licht. Aber das tun wir dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ja, es war zwar von Anfang an offensichtlich, dass Gloria da irgendwie mit drin steckt, aber ja, mittlerweile wird es dann endgültig enthüllt. Und ich bin aber gespannt, was Layton jetzt noch hier erreichen will. Was ist sein Ziel? Er will ja eigentlich dafür sorgen, dass Sophie als die große Hexe dargestellt wird, falls es wirklich ist vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Ich weiß es jedenfalls noch nicht. Aber momentan scheint er ja auch gegen Gloria zu argumentieren ein bisschen. Ich bin sehr verwirrt, was hier der Plan ist. Wir werden es vielleicht beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin. Ciao.